Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Knight. Wir sind in Ace Chemicals und müssen hier auf einen Aussichtspunkt, damit wir die Arbeiter finden können, die noch hier sind, um uns eventuell Informationchen zu beschaffen. Perfekt. Ich kann den Batscanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen. Ist aber auch ein bisschen überarbeitet, das Teil, ne? Ich konnte etwas vom Funkverkehr zwischen Scarecrow und diesem Arkham Knight abhören. Leite es jetzt an dich weiter. Ich hatte ihn im Visier. Ich hätte es zu Ende bringen können. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Warte noch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Warum hast du ihn so sehr? Das solltest du nicht verstehen. Deine Rache steht kurz bevor. Das wird seine letzte Nacht sein. Ich werde dafür sorgen. Hast du eine Ahnung, wer der Arkham Knight ist? Klingt so, als wärt ihr euch schon mal begegnet. In der Tat. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Tja. Aber wer das sein könnte, keine Ahnung. Würde mir jetzt zumindest auch niemand einfallen. Sag mal, muss ich immer eine ganze Weile warten, bis ich hier weitermachen darf, oder was? Ist ja voll nervig. Ach so, der sagt einfach, okay, hier findet er jetzt keinen, oder was? So, vier. Einer fehlt mir noch. Frage ist, wo könnte er sein? Vielleicht auf der Brücke oder so. Oder hier irgendwie. Nee, da ist er nicht. Ich würde gerne zoomen können, ne? Ohne Scheiß. Ziemlich cool. Ist der vielleicht hier irgendwo? Oh, ich glaube, da war da nicht einer, Tatsache. Ha. Verdammt. Irgendwas war da auf jeden Fall. Ja, scheiße. Boah, immer den letzten, ne? Da muss man immer so lange suchen. Ah, da ist er schon. Alle gefunden. Hat funktioniert. Innerhalb der Anlage werden 5 ID-Signale angezeigt. Hoffen wir, dass sie noch leben. Besser wär's. So, das erste ist am weitesten weg. Ja, doch schon. Da würde ich jetzt einfach mal als erstes hingehen. Schauen wir uns das doch mal an. Ist ja auch die Frage, ob hier Wachen sind. Ich gehe einfach mal davon aus, dass hier welche sein werden, weil... wäre sonst ja auch sehr langweilig. Ja, da sehe ich doch schon welche. Ne. Was ich sehr was ich sehr schade finde, ist, dass es immer mehr bewaffnete Gegner sind. Das ist voll doof. Hi. Da. So. Genau. Das Batarang wollte ich eigentlich auf ihn schmeißen. War klar, dass ich Wache schieben muss. Ja, einer muss halt, mein Gott. So, wie komme ich denn jetzt am besten rein, ohne dass die mich sehen? Ist ja bestimmt hier irgendwo ein Weg. Ich kann die Arbeiter nur retten, wenn ich diese Wand einreiße. Ich muss das Batmobil irgendwie reinbringen. Ich muss das Tor zur Fabrik öffnen, bevor ich mit dem Batmobil hindurchfahren kann. Ich muss zuerst das Tor öffnen. Dann hole ich das Auto. Okay. Ja, man sieht schon, das ganze Spiel ist halt echt darauf ausgelegt, dass man einfach das Batmobil braucht, ja, dass man schon gezwungen wird, fast das zu nutzen. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Er hat seinen Zweck erfüllt. Warum sollen wir ihn am Leben lassen? Vergeudet meiner Ansicht nach nur Ressourcen. Aber... Keine Sorge, das ist nichts, nur eine Macke. Okay, es hat also
endlich begangen. Phase 1 geht los. Ja, Gott sei Dank. Ich habe fast Mitleid mit den Jungs, die wochenlang unter der Erde festsaßen. Ja, schätze, wir sind Glückspilze, was? Hört auf zu labern, da ist noch eine Überdruckspitze. Jemand soll den Druck ablassen. Gruppe 5, ich sehe eine Spitze bei eurer Position. Öffnet die Ventile und flutet das Kühlsystem. Gut, jetzt arbeitet weiter und seid ruhig. Ich will nicht, dass ihr nur wegen eurer Sorglosigkeit alles in die Luft fliegt. Ja, Sir. Das ist unser Ziel, Da ist unser Ziel, da ist Batman. Nee, du willst nicht auf mich zurennen. Du noch und dann war's das schon wieder, ne? Mann, ey. Unglaublich hier. Oracle, Sie haben einen der Arbeiter getötet. Verdammt! Wir müssen sie aufhalten. Hör zu. Ich habe mich in den Funk der Milizkräfte gehackt. Ab jetzt kannst du alle offen gesendeten Funksprüche abhören. Danke, Oracle. Ich habe einen Weg gefunden, das Batmobil reinzubringen. Dafür bezahlen sie. Alle zusammen. Irgendwie bewegt Batman seinen Mund nicht mehr. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr zu reden. So wie es scheint. So. Ich sollte das Haupttor öffnen und das Batmobil rufen. Achso, dafür darf ich nicht mehr raus, alles klar. Achso, das mache ich auch hier direkt. Alles klar. Ja, dann. Das Tor ist offen. Zeit, den Wagen reinzubringen. Ich muss das Auto erst hierher bringen. Sie nutzen kann. Das Haupttor steht offen. Macht euch bereit. Da kommt ein milliardenschwerer Panzer auf euch zu. Wir haben im Innenhof einen Diamondback stationiert, Sir. Den machen wir kalt. So, genau. Da wird die Straße rum. Der 60mm Geschütz kann diese schwer gepanzerten Einheiten durchschlagen. Doch es wird mehrere direkte Treffer brauchen, um sie zu zerstören. Oh ja, das ist schon geil inszeniert, muss man einfach sagen. Das Batmobil wird angegriffen. Oh. Ich muss dahin zurück. Ja, ja. Ich will auch wieder rein. Aber das Batmobil, das macht hier so andere Sachen. So, ganz easy alles kaputt machen hier. Ja, überhaupt kein Problemchen. So, puff. Und puff. Noch jemand ohne Fahrschein? Er kam durch den Panzer durch, genau wie Sie sagten. Er sucht nach den Geiseln. Beschränkt den Funkverkehr aufs Minimum. Er belauscht uns sicher. Du hörst doch zu, Batman, nicht wahr? Dann hört ihr das an. An alle Einheiten in Gotham. Operation Erlöse hat begonnen. Jeder hat seine Rolle. Jeder kennt seine Rolle. Also geht raus in die verdammte Stadt und nehmt sie ein. Ich will, dass ihr Gotham innerhalb der nächsten Stunde im Vorgegriff habt. So. Wer ist der Arkham Knight? Es muss ja irgendjemand sein. Also dieser Bösewicht, den gibt's so nicht. Der wurde halt für das Spiel erschaffen. Aber es muss ja irgendjemand sein. Ich denke mal, den man vielleicht doch kennt aus den Comics oder überhaupt aus Batman, wenn man sich für Batman halt interessiert, natürlich. Ich weiß es nicht. Aber es muss eigentlich jemand sein, den man kennt oder zumindest den Batman kennt. Das steht wohl außer Frage. So. Mal eben unser kleines Auto schön hier reingeholt. Viel dazu. So, kann man hier irgendwas machen? Noch nicht. Batman, take me by. Ja, bleib geschmeidig. Achso, ist zu hier. Was kann man denn hier machen? Hier ist eine Tür. Ist aber bestimmt eine Falle. Der sieht jetzt auch so ein bisschen aus wie Batman, ne? Also, ein bisschen cybig, aber. Lass die Waffen auf ihn gerichtet. Wenn er den Anschein erweckt, als wolle er den Raum verlassen, eröffnet das Feuer. Oh,
aber nicht aufs Bat-Symbol. Das ist ein kleiner Trick. Dort ist die Panzerung am stärksten. Zielt erst auf die Schwachstellen an den Schultern, dann dorthin, wo die Platten zusammentreffen. Bitte! Hast du was gesagt? Lass ihn aus dem Spiel. Immer die Schwachen und Hilflosen verteidigen. Das mag ich an dir. So vorhersehbar. Deshalb werden wir gewinnen. Wir kennen deine Züge, bevor du sie kennst. Wir wissen, wie du denkst. Dann weißt du sicher auch, was ich jetzt denke. Natürlich. Du überlegst, wer zur Hölle ist dieser Kerl? Nein. Ich überlege gerade, wen von euch ich zuerst ausschalte. Nur damit wir uns verstehen, ich habe ernsthaft vor, dich zu töten. Aber vorher will ich dich leiden sehen. Ja, kein Problem. Haben die Zielpersonen. Sag das Zauberwort und ich bringe es zu Ende. Gotham wird unser sein. Komm ja nicht näher! Bei diesem Kerl gibt es keine zweite Chance. So. Ich meine, so viel dazu, weißt du, dass die mir ja eigentlich eine von Latz geben wollten. Ach, verdammt, ich hab vergessen, hier wieder, weißt du. So, ich glaube, das war's. Aber da hat er sich schnell wieder verkrümelt, der Typ, ne? Lutscher. Sie sind in Sicherheit. Du kennst nicht mal die halbe Wahrheit, Batman. Scarecrow, er war... Bleiben Sie ruhig und sagen Sie mir, was Sie wissen. Sie haben das Werk stundenlang betrieben. Sie haben Trucks hergeschafft, Waffen, Soldaten, Ladungen hochgefährlichen Materials. Sie wussten genau, was sie tun. Er produziert Unmengen von seinem Toxin. Es ist übel. Richtig übel. Wir reden hier von einer Gaswolke, die die gesamte Ostküste bedecken könnte. Wo finde ich Scarecrow? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er seinen Plan durchziehen wird. Und eine verdammte Armee im Rücken hat. Wir sind geliefert, Batman. Ich halte ihn auf. Aber erst bringe ich Sie hier raus. Warten Sie beim Batmobil. Hast du Scarecrow gefunden? Noch nicht. Es ist schlimmer als gedacht. Wie viel schlimmer kann es sein? Er baut eine Bombe, mit der er die ganze Ostküste mit Angsttoxin überziehen kann. Verschwindet von hier. Riegelt das GCPD ab. Bleibt im Gebäude. Ich werde meine Männer abziehen, aber ich gehe nirgendwo hin. Bring jeden, den du findest, zu mir. Jim, es ist zu gefährlich. Du hältst ihn auf, das weiß ich. Cool, noch ein Stufenaufstieg. Ein Punkt, wow. Was können wir mit einem Punkt machen? Gegen Nahkampfangriffe noch ein bisschen besser schützen? Ja, das machen wir auch, warum nicht? Alles klar. Na gut, dann haben wir den Arkham Knight schon mal gesehen, das ist doch auch gut. Der Beifahrer sitzt, ey, das sind die geilsten, aber immerhin kann er ein paar Leute mitnehmen. Halten Sie durch. Ich bringe Sie zu Commissioner Gordon. So. Die Frage, komme ich da auch... Ja, komme ich wieder so hoch, alles klar. Master Bruce, die ganze Stadt ist voller Milizpanzer. Gotham wurde überrannt. Wenn ich Scarecrows Bombe nicht entschärfe, wird es keine Stadt mehr zu retten geben. So. Natürlich perfekt geparkt. Gute Arbeit. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Das ist noch nicht vorbei, Jim. Ich gehe die anderen holen. Und wieder rein mit dem Batmobil. Es ist natürlich ganz nice, aber es ist mir einfach, jetzt schon muss ich ein bisschen sagen, einfach too much. Ich weiß nicht, weil du musst es ja im Grunde die ganze Zeit benutzen. Also, mein gut. Ist klar, die wollen das halt natürlich ein bisschen in den Mittelpunkt stellen, das Batmobil, weil das halt neu ist. Ja, von daher kann man es schon verstehen irgendwo, aber trotzdem. Ohne Batmobil kannst du eigentlich vieles gar nicht machen. So, wir müssen dann nach hinten auf jeden Fall irgendwie. Kann ich das eigentlich hier hinrufen, das Batmobil? Irgendwie nicht so. Gut. Dann machen wir das anders. Dann gehen wir mal hier außen rum.
Wir müssen versuchen, uns ein bisschen hier anzuschleichen, weil da... Nee, warte, ist der da drin? Wo ist der drin genau? Doch, oder? Ich muss irgendwie versuchen, da oben raufzukommen. Das sollte eigentlich hierüber möglich sein, denke ich mal zumindest. Wenn ich hier runtergleite, ja, dann komme ich da rauf, dann kann ich von unten runter. Passt das schon. Zack. Boah, wow, Junge! So, alle weg hier. Gib mir alle auf den Keks. Oh. So, wo ist der nun? Der ist gar nicht hier. Ich wurde verarscht. Aber von hier komme ich zu ihm hin, glaube ich. So, explosiv geh. Wo haben wir das denn? Das Explosivgel haben wir dort. Wollen wir das natürlich direkt mal auswählen, um diese Wand kaputt zu machen. Machen wir mal. Achso. Aha. Das Gas ist giftig. Oh. Okay. Mit dem Batmobil kann ich dieses Rohr zerstören. Dafür muss ich es auf diese Seite der Anlage bringen. Das ist genau das, was ich meine. Das nervt ein bisschen, finde ich. Das Batmobil steht da. Theoretisch könnte man von da hinten auch durch. So, natürlich gucken, wie genau, aber ich müsste hier eigentlich durchkommen. Das finde ich ein bisschen nervig, ganz ehrlich. Mit dem, oh, Batmobil. Und der ist ja schön, dass es da ist, aber jetzt muss man ja jeden Kack mit dem Batmobil machen, ey. Alle verbleibenden Einheiten, Evakuierung in 10 Minuten 20 Minuten. Okay. So, mal eben hier hoch. Ja, ja, bla, bla, bla. Boah, das ist voll nervig. Ich drück das immer nicht. Manche funktioniert es aber auch gar nicht mit dem Battering. Battering. Ein bisschen blöd. So, tschüss. Schade, ich dachte, die schmeißen da Hund. Was seid ihr für komische Vögel? Mhm. Boah, okay, voll die tollen Ninjas. Wow. Ich finde auch so einen Scheiß wie diese. Das sind dann einfach die aus dem Vorgänger. Nicht aus dem Vorgänger, aus City natürlich. Da gab es ja auch so eine Spezies, die sowas drauf hatten. Da. Aber auch die, also die sind noch schwächer, finde ich. Ich fand die anderen besser, aber gut. Aus City waren die ja. Ja, ich denke mal, hier kann man das Ding lassen, oder? Ja, ich denke schon, hier passt das schon. Ist natürlich die Frage, ob man da mit dem Batmobil auch irgendwie hinkommt, aber... ja doch, ich kann hier hochfahren. Und da steht's ja noch. So müsste das eigentlich funktionieren, ne? So, mal kurz ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Whee! Es hat irgendwie nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Batmobil, ey. Eigentlich müsste es funktionieren. Es kann natürlich höchstens sein, dass ich das noch ein bisschen steiler machen müsste. Vielleicht geht das auch, das weiß ich gar nicht. Ne, ich muss halt das Batmobil rüberkriegen und nicht nur... Jawoll. Jawoll. Hallöchen, meine Freunde. Hallöchen. Ja. Lalalala.
Lalalala. Ich finde ein bisschen komisch, das Batmobil wird angegriffen, ich muss unbedingt wieder zurück. Warum kann denn das Batmobil sich nicht alleine verteidigen? Also es kann es ja offensichtlich, aber... Aua. Das Batmobil wurde getroffen. Alter. Seid ihr verrückt? Die 2,50 Mark habe ich auch nicht jeden Tag, um hier den Lack neu zu machen, du. Ja. Das war's. Sir, die Panzer sind wirkungslos gegen das Fahrzeug. Seine Offensivfähigkeit ist viel stärker als erwartet. Ja, ist ja auch geil, das Teil. So, dann machen wir das mal kaputt. Dann dürfte da jetzt auch kein Gas mehr rauskommen. Wo müssen wir jetzt lang? Gibt es hier eigentlich irgendwas zum Sammeln? Das habe ich bisher noch gar nicht geguckt und habe auch noch nichts gefunden, ehrlich gesagt. Ah. Jetzt sind es schon 2 tote Arbeiter. Ich hätte das verhindern sollen. Hättest du vielleicht. Batman, hör zu. Ich habe mit Robin gesprochen. Du solltest dir wirklich von ihm helfen lassen. Du trittst gegen eine Armee an. Sie hat recht. Wir sind ein Team. Die Stadt braucht uns beide. Ich schaffe das, Robin. Du weißt, was du zu tun hast. Also tu's. Das kann warten. Kann es nicht. Es steht viel auf dem Spiel. Du musst konzentriert bleiben, bevor es schlimmer wird. Viel schlimmer. Aber er wird diesem Rat, glaube ich... Du solltest nicht so hart zu Tim sein. Er will nur helfen. Lass deine Gefühle für ihn nicht dein Urteilsvermögen trüben. Denkst du, ich will ihn da draußen in Gefahr sehen? Das Gegenteil wäre mir lieber. Aber er kann dir helfen. Wenn Robin diese Menschen nicht retten kann, wird der Fallout genauso gefährlich wie Scarecrows Bombe. Aha. Okay. Aber ich glaube, er ignoriert das trotzdem und hilft Batman bei dem, was er versucht. So, wir müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen Explosivgel anbringen. Das werde ich jetzt schon mal tun. Und das müssen wir dann in der nächsten Folge zerstören, damit wir weiterkommen und die nächsten vielleicht Toten finden. Vielleicht aber auch welche, die tatsächlich überlebt haben. Was ist das denn eigentlich gewesen? Keine Ahnung, was das sein soll. Naja, wir werden mal schauen. In der nächsten Folge geht es auf jeden Fall weiter. Ich bedanke mich bei euch und bis dahin, haut rein.